Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir die Quests in den Mechonis-Hallen erledigt und haben geguckt, ob wir hier noch ein bisschen Harmonie hinkriegen können, dass wir Kolonie 9 auf 5 Sterne kriegen. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich bin immer noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich es eventuell offscreen mal probiere, noch ein paar Pünktchen rauszukitzeln, dass wir die Quest anfangen können. Wir wollen aber in diesem Part uns um die letzten Quests, die uns auf dem gefallenen Arm fehlen, anwagen. Und zwar, muss ich gerade mal gucken, wie weit wir da bei dieser schon sind. Eine haben wir ja noch. Offen. Genau, eine Waffe für mich. Oh, und die Sachen haben wir sogar schon. Dann können wir uns dann direkt zu Kazat porten. Und zwar zum Trunks. Und dann auf zu Kazat. So, dann brauchen wir noch eine andere Uhrzeit. Schon. Ihr habt mich alle. Ihr habt mir alle benötigten Materialien besorgt. Vielen Dank. Jetzt kann ich ein brandneues Gewehr bauen. Damit kann ich das Dorf beschützen. Aber am wichtigsten ist, dass ich meine Familie beschützen kann. Ach, bevor ich es vergesse. Hier ist mein altes Gewehr als Dankeschön für die Hilfe. Das Ding war einfach viel zu kompliziert für mich selbst. Aber ich möchte wetten, dass ihr damit richtig gut umgehen könnt. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend nachkommen. Klar konntest du das. Und zufriedenstellend ist noch untertrieben, so wie ich das hier. Stimmt, wir scheinen etwas Gutes bewirkt zu haben. In diesem Falle bin ich beruhigt. Ja, bei euch ist das Gewehr sicher viel besser aufgehoben. Es wird ihm gut tun, gebührend gehegt und gepflegt zu werden. Von mir hat das Gewehr hier nicht die besten Behandlungen erfahren. So, eine für mich abgeschlossen und die Teufelskanone. Da möchte ich gerade mal schauen, wie die Werte technisch ist. Ja, Werte technisch ist es schon ein Stückchen besser. Ja, das hat wegen den Kristallen, die in der Machina-Gewehr drin ist. Aber was halt wahrscheinlich ist, ist, dass diese nichts gegen Mechon auswirkt. Somit bleibt die erstmal weg. So, und hier haben wir eine Quest jetzt noch freigeschaltet, dadurch, dass wir bis nach Knirithal gekommen sind. Und zwar dürfen wir mit Xilex reden, beim Trunks. Für diese Quest. Wie konnte das nur passieren? Diese Erinnerungen waren so ungemein wichtig für uns. Dieser Blick, diese Person bedrückt etwas. Entschuldigt, könnt ihr mir noch einen letzten Gefallen tun? Ich habe mir die Erinnerungen angesehen, die ihr gesichert habt. Dabei fiel mir auf, dass die wichtigsten davon fehlen. Ich kann sie leider nicht wiederherstellen. Ich weiß jedoch, dass es davon eine Sicherungskopie gibt. Ich frage euch nur ungern, aber könnt ihr diese für uns finden? Geschichte der Hauptstadt. Vielen Dank.
Ich werde die Erinnerungen an eure Taten immer bei mir tragen. Wir nehmen uns eure Sache an. Genau, warte einfach hier. So, dann geht's jetzt so. Dann nach Agnerissa. Und zwar in den Justizbezirk. Da kommen wir am besten über den Schreinplatz hin. Und dürften dann hier auch gleich das finden, was wir suchen. Ist halt eher die Frage, wo exakt das ist. Dem Telesia. Kommt mir gerade so. Ah ja, da ist es schon. Liegt beim Telesia. So, das war der Datenchip. Jetzt nochmal schauen. Ah ja, jetzt haben wir die letzte Technik. Die Traubenfeder. Haben Agnerissa fertig. Zentralfabrik fehlt uns noch was. Wallach fehlt uns noch was. In der Gruft fehlt uns noch was. Das in der Funktion können wir noch nicht machen. Kolonie 6 fehlt uns noch was. Okay, dann habe ich glaube schon eine Sache gefunden, die wir jetzt gleich noch machen können, nachdem wir die Quest hier abgegeben haben. Weil das war's schon mit den Quests auf dem gefallenen Arm, die uns noch fehlen. Wie gesagt, das Einzige, wo wir noch einen ganzen Batzen haben, ist Kolonie 6. Yes. Kein Zweifel, das ist die Sicherungskopie. Ich werde sie sofort überprüfen. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend nachkommen. Ich würde sagen, mehr als zufriedenstellend. Komm schon, Melia, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Wirklich? Das ist schön. Ich danke euch, Schala. Großartig. Alle Erinnerungen, die uns gefehlt haben, sind gesichert. Es muss eine wunderbare Zeit gewesen sein. Wir alle hier sehen uns nach dem Glück und der Freude jener Tage. Nun sind alle unsere Erinnerungen vollständig gesichert. Glaub mir, mein Dank ist nicht mit Worten zu beschreiben. Und abgeschlossen. So. Ich werde mal schauen. Wir haben jetzt nochmal M100-Helm bekommen. Melia wird mit Mechon ausgerüstet. Hier haben wir kein. Ja. Und noch den M100. Ja, Körperrüstung und die Hose dazu. So. Dann haben wir das. Dann gehen wir mal an die Sachen, die uns noch fehlen. So. Ich muss gerade noch schon mal schauen. So. Items, Collectibles. Ah,
Also, Erklärungen haben abgeschlossen. Zentralfabrik. Und zwar seltsam fehlt uns. Rauchzylinder haben wir und die Nobelteile. Und fehlt uns das da. Dann das nächste, was uns fehlt, ist Bergwallack. Wallack Mountain und zwar das Gemüse. Rettich, rote Zucchini. Okay, das heißt anders in Englisch. Amethyst Vanille. Dann vermute ich mal, das ist der Ace. Ja, das wird der Ace-Salat sein oder irgendwas in die Richtung. Dann die Gruft der Hochentia. Und der Turm. Und zwar haben wir die Spirallampe, die grüne Diode und dann fehlt uns noch die Base-Röhre. Das können wir noch nicht machen. Kolonie 6. So. Und zwar bei den Blumen. Das ist jetzt etwas ungünstig bei Kolonie 6. Ja. Kolonie 6 hat zwei Listen, weil man bei Kolonie 6 auch andere Sachen finden kann, je nachdem, wie weit man schon ausgebaut hat. So. Wir haben die Süßorchidee. Wir haben den Geisterklematus. Dann haben wir noch die Sirius-Anemone. Und das waren die vier Sachen, die uns fehlen. Nachzählen 1, 2, 3, 4. Eigentlich diese extra Kategorie. Schau gerade, ob wir schon von extra Sachen was uns organisieren können. Da haben wir die Extra Collection. So, jetzt aber erstmal an die normalen Sachen. So. Also, zuallererst in die Zentralfabrik. Und zwar im Erdgeschoss. Direkt am Eingang.
hier war es schon mal nicht. Das ist hier drunter, das kann auch sein. Ah, das könnte das Problem sein. Das gibt es nur nachts. Das Item. Das ist schon ein Stockwerk. So. So, Nummer 3. Und zwar nordwestlich von der Gesichtszentralwartung. Okay, es wird eventuell von etwas beschützt. Kabelmaus, okay. Fuchs, Taukäfer. Könnte da was dabei gewesen sein? Nee. Ah, das war hier. Das war ein Getier. Fleischstoffel. Nö, das war es nicht, was ich haben wollte. Fuchs. Ignoriere mich einfach, du hast mich auf Sicht. Ja, du bist auf Sicht. Also ich kann kurz unter dir die Sachen klauen. Was nichts gebracht hat. Dann laufe ich ihm nochmal kurz hinterher und hole mir noch das eine Teil da. Mm.
die Richtung. Kartoffel. Na komm schon. Ich brauche nur einen von diesen Panthern. Dann bin ich zufrieden. Kriegerschraube. Kann man halt auch wieder nicht ertauschen. Wenn ich sage noch tauschbar sind, dann tausche ich die lieber, weil das geht deutlich schneller und angenehmer. Aber ja. Das heißt erstmal so und so zu bekommen. Expanto, das müsste es sein. Jupp, perfekt. Dann haben wir die Zentralfabrik abgeschlossen. Und dann geht's weiter zum Berg Valak. Und zwar, wir versuchen den Eissalat, Eisbergsalat. Wow, eine 6% Chance. Das brauchen wir sogar noch für Kohlen 6. Ja, schön. Und der Trade ist halt erst später verfügbar. Perfekt. Ah. 6% Rate. Schön. Was sind das? Okay, dann probieren wir es mal wieder da hinten in diesen, in das Tal reinzukommen, in diesen, ja. Also es ist auch wieder nur nachts verfügbar und wir müssen versuchen, da wieder oben drauf zu kommen auf diese Plattform. Und ich habe das Gefühl, dass hier einfach das Spiel bei den Geschwindigkeiten die Inputs nicht mehr richtig nimmt, weil ich habe in der Definitive Edition null Probleme da hochzukommen. Das ist wirklich, habe ich das Gefühl, dass man, dass hier die Inputs, sobald man in diesem Rutschzustand ist, nicht mehr richtig annimmt. Das, wenn ich nicht beschleunigt habe, hat das auch wieder nicht geklappt. Ach. So, Rettich. Ja, und das ist genau das Problem, was wir hier haben. Wir rutschen da weiter runter und das ist nämlich in der Definitive Edition nämlich nicht mehr so. Ich möchte erstmal den Punkt probieren, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten mit 6%. Leider. So. Ich muss wieder wirklich den Sweet Spot finden. Wie gesagt, im
In der Wilderness Edition somit die letzte Möglichkeit abspringen und man ist oben. Ohne Probleme. So. Kristallfrosch. Und hier wird man von dieser Ecke runtergedrückt. Ach. Jetzt regt schon wieder auf. Und jetzt haben wieder meine Kopfhörer und Wackelkontakt. Jetzt höre ich wieder das Spielen auf einem Ohr. Danke, Spiel. So. Jetzt höre ich es wieder richtig. Was soll der Scheiß? Ernsthaft. Da ist die Wand. Du kommst nicht oben drauf. Du darfst doch gleich da drunter nach unten fliegen. Ach. Das ist wieder super deprimierend. Wie gesagt, der Definitive Edition ist so simpel, da hochzukommen. Und hier, ja, wenn du nicht perfekt springst, eine perfekte Geschwindigkeit hast, dann. Hast du verkackt? Oh, schon 3 Ingame-Stunden vergangen. Nur mit dem Versuch, da hochzukommen. Wunderschön. Okay, das ist auch interessant, dass man das so lösen kann. Aber gut, ich nehme es mal so. Eisaffe. Hasenstein. Kristallfrosch, du bist im Weg. Du bist im Weg. This represents no problem whatsoever. Okay, let's sort this out nice and quickly. This won't take long. Now! I'm powering up. Building within me. Eat this! Spear break! Come on! Sweet! Child's play. Mine! Good footwork! Leave it to Roy! Ha! Summon Earth! Eat this! Now it's right time. Those things are really heating up. May your aim be true, Charlotte. Nice shot, Bat! Und das hier.
charge! Oh no, I know! Get out of here! Go, Sharla! Okay! Ow! That's scorching hot! Okay, perfect! Teamwork at its finest! Was that a little too much? Good to go! Summon flare! Nice, summon! Roaring thunder! Witness my true power! Fire! I could really do with a shower right now. Let's not lose our heads, though! So, und... Das war's natürlich nicht. Schön, was haben wir hier sonst noch? Der versiegelte Turm. Dann müssen wir südlich davon schauen und dann gibt es da auch einen Bereich, welcher von einem Boss wahrscheinlich bewacht wird und dort gibt es dann auch eine 6% Wahrscheinlichkeit. Ah ja, hier ist der Bereich, wo gemeint ist. Signalholz und Signalholz. Also haben wir das auch nicht. Dann... Ebene. Das mal über die oberen Nagulfallen. So, erstmal gleich zu den Nagulfallen laufen. Wenn das natürlich alles mitnehmen, war es natürlich keine große Wahrscheinlichkeit. Das hat natürlich generell schon eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, leider. Sechs Prozent. Die wollen einen doch weinen sehen mit solchen Wahrscheinlichkeiten. Hier müsste das Bahnhof sein. Smaragdschnee und Monsterschellen. Nein! Es ist auch Tag.
Das heißt, direkt wieder zurückstellen, weil es den nur nachts gibt. So. So, mal schauen. Mir gehen jetzt gerade die Ideen hier aus. Also ich habe ja nicht mehr wirklich Möglichkeiten. Ein Ort gäbe es noch, sehe ich gerade. Könnte es noch geben. Das sind halt die ganzen Gegner. Das ist auch noch eine 6%ige Wahrscheinlichkeit. Das ist natürlich schön Wahrscheinlichkeiten, das heißt, man kann super Glück haben und bekommt die halt direkt oder halt man rennt Ewigkeiten rum und findet es halt nicht. Der Apfel. Komm schon. Gib mir den komischen Eisbergsalat. Rettich und Schwarz Peony. Ach man. Wieder rote Zucchini. Was ich mal noch probieren kann, was auch funktionieren soll. Dafür brauchen wir wieder Glück. Und zwar müssen wir nochmal in diese Zanga-Höhle. Und da hinkommen. Vielleicht schaffe ich es jetzt mit diesem komischen Janky-Sprung, der gerade vorher geklappt hatte. Nämlich hier hoch und
Ja. Da hat mir wieder meine Eingabe nicht genommen. Wunderschön. Ich habe gerade dreimal B gedrückt, nutze Info, und Milja dachte sich so, springen wir mal nicht. So. Ja, das klappt. So. Und zwar gehen wir hin und speichern ab. Ich nehme mal den Speicherstand. Mein ältester. Und laden diesen Speicherstand. Erzeugen dadurch ein komplett neues Laden. Und können dann Glück haben, dass die Sachen respawnen. Ja, laden. Aber scheinbar denkt sich das Spiel hier auch gerade so, ficke dich. Und ich habe hier wieder den größten Spaß. So, Kanalgipfel könnte man noch Glück haben. Versuche es halt irgendwie da noch was rauszukriegen. Hier ist nix. Okay. Der Kana-Gipfel könnte noch was haben. Ich möchte das auch erledigt haben, bevor ich mit der Story weitermache. Und halt ohne, dass wir da eine Story weitermachen, kriegen wir keine Trade-Möglichkeit. Beziehungsweise wir kriegen das, wir das später auch in Kolonie 6 bekommen, wenn wir, das ist das Tolle, zwei davon gesammelt haben, um das zu bauen, wo wir die denn bekommen können. Also, ja. Richtig schön. So, dann zum Kana-Gipfel und hoffen, dass da was ist. Könnte ich mal probieren, den auch zu soft resetten. Sie müssen nämlich der Punkt dafür zu sein. Und speichern wir das mal nochmal ab. Nassratte. Und wir laden das neu. Dann müsste das was anderes sein. Können wir da so vielleicht das uns okay, das Spiel ist da ganz schön böse, dass das nicht so einfach geht. Weil eigentlich sollte das so funktionieren. Das Soft Reset für die Items. Natürlich ist hier sonst auch nichts mehr.
fühle mich jetzt so etwas sehr getrollt von dem Spiel. Ja, hier ist nichts mehr. Dann... springen wir halt mal weiter zum... zum nächsten Gebiet, was der, auch Entia, die Hoch Entia Gruft ist. Und zwar porten wir uns nach Alkamoth. Hin. Und zwar zwischen 21 und 6 Uhr können wir uns das ganz einfach von Don Argentis ertauschen, welcher hier in der Nähe irgendwo rumläuft. Na, haben wir doch. So, wir wollen mit ihm tauschen und wir wollen den weißen Schlauch. Und er bekommt von uns eine Spatium-Glyphe. So. So. Dann haben wir nämlich hier die Gruft abgeschlossen. So. Und dann fehlt uns noch die Sirius-Anemone. Und zwar ist die Frage, haben wir den Charakter schon da? Ja, dann müssten wir sogar schon haben. Und zwar wollen wir nach Kolonie 6. Und zwar brauchen wir Nikita. Und er ist tagsüber da. So. Schwarzer Chip und schwarzer Chip. Schön. Ada. Das ist Werner. Müssen wir ihn overtraden. Das heißt, wir schnappen uns hier irgendwas Billiges, hier den Mücksaft, und dann kriegt er jetzt
Das hier müsste ausreichen. Ja. Ja. Doch nicht. Dann gehen wir halt auf Wert und geben ihm halt irgendwas super übertriebenes. Da. So, nämlich eine Sirius-Anemone, welche wir hier für Kolonie 6 brauchen. Die ist nämlich auch sehr selten. So, dann haben wir Kolonie 6 fertig. Perfekt. So, dann fehlt uns noch der Eissalat und ich sehe gerade, wir können uns ein paar Sachen sogar schon ertauschen von den anderen Sachen. Das können wir gerade noch kurz machen. Und dann probiere ich noch ganz kurz mein Glück nochmal auf dem Berg Wallach. Und zwar wollen wir einmal nach Kolonie 9, meine ich. Und zwar zu Sonja. Und zwar, wir wollen von ihr die Geld via Heuschreck. Kriegst du die Freundest. So, geheimes Insekt. Dann wollen wir als nächstes Grenzdorf. Und zwar zu Luca. Und Luca ist im Archäologie-Center. Also hier hin. Und sie ist nachts da. Okay, die müssen wir gleich noch dann kurz umstellen. So. Und zwar von ihr wollen wir den Indigo-Käfer. Okay, jetzt kommt noch was extra. Fleischkeule. Schön. So, blaue Brutalität. Und jetzt können wir uns schon mal die Käfer abschießen. TP hoch 5. Die Belohnungen sind schon ganz sauber. So, dann muss ich halt mal kurz schauen, wie wir sonst in Harmonien sind zu den Gebieten. Also, die Kolonie 6 Sachen bekommen wir noch gar nichts von. Einmal fehlen uns noch Charaktere dort und wir kriegen zwei Sachen auf Stufe 3 und eine Sache auf Stufe 5. Wir können aber noch zwei Sachen holen. Genau, eine hier und eine hier. Dann werfen wir uns noch zum Erdmeer, zur da
zum Ätherkraftwerk und reden mit Jarak. Ist inzwischen nicht mehr da. Ah, hier vorne ist er. Yes. Und zwar wollen wir von ihm den Donnerkompass. Er bekommt er von uns. Hier, da haben wir ganz viele Zwitscher. So, stürmische Aussichten. Und dann noch zum gefallenen Arm. Und zwar zu Rakzet. Die Sachen hier jetzt in der anderen Kategorie, die können wir ausschließlich ertauschen, und zwar nur von bestimmten Charakteren. Und für die Kolonie 6 Charaktere müssen wir da auch die ganz explizit auch nach Kolonie 6 einladen. So. Jetzt nur noch erstmal einen Akzent finden, welcher beim Chunks ist. Von 0 bis 21 Uhr. Das ist das Problem. Doch drin. Und ich habe jetzt gerade nur nicht mehr nachgeguckt. Das ist eine Chance-Besatzung. Das ist nur ja, die Nada. So. Erste Typ, der da hinten sitzt. Auf der anderen Seite. Und ich bin zu doof und voll runter. Yay! Na klar, weil das geht auch zum Chunks-Gebiet dazu. So, also tauschen. Und zwar, wir wollen von Rakzet haben den Engelsmotor Y. Ich auch einen Zwitscher. So. Es gibt auch immer extrem Erfahrungspunkte, wenn man die Sachen sich ertauscht. Das ist genial. Und die können wir auch gleich noch registrieren. Wie gesagt, die drei Sachen gibt's dann zu dann in Kolonie 6. Die beiden hier kriegen wir, sobald wir die Harmonie auf 3 Sterne haben. Und den hier gibt es dann erst, wenn wir auf 5 Sterne sind. So, dann probieren wir nochmal ganz kurz unser Glück auf dem Aqualak. Und sonst wird das dann immer so ein bisschen der Abschluss zu den Parts, wo ich die Quest recht schnell hinbekomme. Der Versuch, noch ein Schnee, also so einen Eisbergsalat zu bekommen.
Da möchte man nur ein bisschen Salat haben und das Spiel sagt einfach so, nö. Was doch auch ganz schade ist. Glücksmalbe, Zauberrettich. Frostglas. Smaragdschnee. Monsterschellen. Schleimhörnchen. So, jetzt muss ich aber gucken. Eigentlich müsste es so funktionieren, wenn ich hier jetzt speichere. Das ist einsame Signalholz und Hasenstein. Und dann den Spielstand neu lade. Lädt das hier komplett neu. Und eigentlich sollten die Sachen hier liegen bleiben. Tut es das nicht. Oder weil sie da halt dann gerade zufällig ist. Auch die Frage. Ob ich das jetzt nochmal lade? Nein, den Spielstand. Ja. Das ist eigentlich das Soft Reset für die Sachen, aber irgendwie will es nicht. Probieren wir mal, ob wir das nochmal hier hinbekommen. Das sind wenigstens 4 Punkte. Da haben wir eine Leichttüre wahrscheinlich etwas zu finden. Hier haben wir gar nichts. Warum nicht? Ist der Boss auch wieder da? Na gut, dann lasse ich es hier halt mal da dabei. Das Spiel möchte wohl einfach gerade nicht. Gut, dann haben wir jetzt aber schon mal auch die Sammel-Items von allen Gebieten bis jetzt auf hier den Eisbergsalat abgeschlossen. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, dann probieren wir das mal ein anderes Mal wieder. Also, ciao, ciao.